Okay. Dann schauen wir mal, was uns hier erwartet. Neue Leichen? Oder ob das so gut ist, da runter zu springen? Ich weiß es nicht, aber ich denke mal, wir müssen. Doch, wir müssen. Ernsthaft? Wir müssen da runter? Okay. Ich hätte jetzt gesagt, wir müssen da hinten hin. Ja. Kann ich mich abseilen? Nicht wirklich. Oder ist das jetzt nur gewesen? Ich spring mal einfach. Okay. Ich habe schon gedacht, ich müsste mich jetzt hier abseilen oder so. So, da haben wir noch zwei Pflänzchen, die können wir noch nehmen. Ach, da sind wir schon voll. Okay, okay, okay. Schwimm schneller. Ich glaube, hier sind schon ein paar gestorben. Lara, nicht du auch noch? Beeil dich! Du musst durchhalten, da oben kannst du Luft holen. Los! Okay. Nein! Nicht schon wieder so ein Scheißaal. Ich hasse sie. Muss ich denn links oder muss ich dann rechts rum? Das ist jetzt die Frage. Rechts leuchtet was, aber das. Ah, das ist dieses Erzzeug. Ja, es kommt wahrscheinlich beides auf die gleiche. Nein, hier war doch was. Schon ganz weit unten. Nein! Oh. Naja, zumindest ist er jetzt weg. Da ist ein Luftloch. Schwimm! Schwimm! Ja, ich weiß! Schwimm weiter! Sind wir jetzt unserem Ziel überhaupt näher gekommen oder bin ich jetzt irgendwie wieder zurückgeschwommen? Moment. In die Richtung oder in die Richtung, die ich gucke? Ach so, das ist immer die Richtung, wo sie hinguckt. Okay. Gut, dann versuchen wir es mal weiter. Prüfung der Spinner. Das finde ich ehrlich gesagt nicht schön, weil ich keine Spinnen mag. Schalten wir mal wieder um. Ich hoffe, es gibt jetzt hier keine Wasserspinnen oder so. Jonah, ich bin jetzt in einer Art Höhle. Es gibt Anzeichen, dass hier Menschen waren. Jonah? Meine ich doch, da unten ist noch was. Komme ich danach denn wieder hier hoch? Ja, ne? Die auch noch nehmen, weil das ist eine andersfarbige. Ne, die sind voll. Ah, da ist so nichts mehr. Okay. Ah, da kann ich dagegen springen? Moment. Ja, aber wahrscheinlich mit Doppelsprung nehme ich mal an. Wenn ich dagegen. Was ist das denn hier? Hier sind irgendwo Fledermäuse. Ach, da oben. Oh, die schönen Fledermäuse. Oh. Kann ich da wirklich hoch? Weil ich kann da doch gar nicht hochklettern, oder? Ist auch nichts.
Ich kann es noch mal probieren. Vielleicht muss ich ja irgendwie zur Seite und dann da hoch oder so. Okay, das ist schon mal gut. Die Frage ist nur, komme ich da hoch? Nee. Du sollst eigentlich zur Seite, wo du gerade hingeguckt hast. Ach so, okay. Ah, verstehe. Gut, gut, gut. Das ist ja schon geil gemacht, ne? Ich meine, ich bin ganz ehrlich. Falls du mich hörst, ich glaube, ich bin auf dem Weg. Bei der Spinnenprüfung. Ich versuche, nach oben zu kommen. Springe ich da hoch oder gucke ich hier erstmal? Ich bin ja ganz ehrlich, ich finde es immer noch absolut genial von der Grafik her. Komme ich denn da jetzt den gleichen Weg wieder zurück? Oder komme ich dann woanders hin? Das ist die Frage. Wofür waren die eigentlich nochmal? Ich glaube, irgendwie für meine Gesundheit oder so, ne? Okay. Jadeerz. Dieses wertvolle Mineral wird hauptsächlich unter Wasser in Erzadern gefunden. Für Geschäfte mit Händlern wird das verwendet. Okay. Ja, hat sich das doch schon mal gelohnt, dass ich hier reingegangen bin? Das hört sich hier gerade irgendwie gar nicht gut an. Das hier aus... Nee, Moment, hier bin ich reingekommen. Aber irgendwo hier hinter ist das Ganze. Aber ich muss wieder zurück, so wie es aussieht. Ja, ich muss da oben hin. Soweit war ich auch schon. Aber ich bin doch jetzt nicht extra hier hochgekraxelt, damit ich dann einen anderen Weg gehe. Oder habe ich hier vielleicht irgendwas übersehen? So. Kann ich vielleicht irgendwo drauf schießen oder irgendwas? Ja, wie zu dem Zeitpunkt, bevor die bei Herr der Ringe angegriffen worden sind, durch die ganzen Orks in den Höhlen. Ach Moment, ich war doch, ich war doch eben noch oben. Mal gucken, ob ich da dann vielleicht doch irgendwas machen kann. Dahin. Werfen Sie mit X an Ihre Hakenaxt, während Sie springen. Ah, okay. Okay, okay, okay. So seilmäßig. Okay. genau, seilmäßig. ja, so war das jetzt eigentlich nicht gedacht. Ich wollte eigentlich jetzt auf die andere Seite. Ich wollte mich abseilen, Leute. Nein. Ich will da nicht hoch. Ich will mich bewegen. Wieso kann ich nicht vor und zurück? Dann gehe ich immer nur hoch und runter. Ach so. Ah, ich muss die Taste gedrückt halten. Okay. Gut. Dann machen wir es nochmal. Tada! Des Adlers. Okay. Unglaublich. Oh. Jonah, ich bin an der nächsten Prüfung, dem Adler. Ich denke, sie hat irgendwas mit dem Wind zu tun.
Mein Kurs bleibt West. Gehe jetzt nach unten. Da ist ein unterirdischer Fluss. Kann ich denn irgendwie schießen? Irgendwas mit dem Wind zu tun. Das war jetzt also nicht kein wirklich guter Hinweis für mich. Vor allem ist das hier so grell. Ich kann ja gar nicht sehen. Ja, dass ich da oben hin muss, das ist mir schon klar. Aber ich kann auch nicht hinschießen oder so, ne? Kann ich denn irgendwie über die Bäume da hoch? Das sind ja alles jetzt keine Bäume, wo man dran hochspringen kann. Ich würde sagen, zumal jetzt auch gerade mein Alarm losgegangen ist, dass ich hier jetzt mal eine kleine Pause mache und damit auch eine Anspannungs- und Denkpause für mich persönlich, weil ich jetzt doch schon ziemlich lange hintereinander am Aufnehmen bin. Und dann werde ich spätestens morgen definitiv hier weitermachen, in der Hoffnung, dass mir dann irgendetwas auffällt. Wobei ich im Moment noch nicht so wirklich daran glaube. Das sieht eher so wie so ein unlösbares Rätsel aus. Aber da vorne ist ein Vorsprung. Da muss man... Ach, Moment. Moment, 5 Minuten habe ich noch. Ach, ich bin so dämlich. Okay. So, aber da hier jetzt ein Basislager ist, würde ich sagen, ich schaue noch mal eben nach, aber ich glaube, was steht wohl am Ende dieser Prüfungen? Die verborgene Stadt, hoffe ich, aber was noch? Antworten. Ich erwarte, Antworten zu finden. Oh, okay. Da würde ich sagen, dann spare ich mir auf jeden Fall diesen einen Fähigkeitspunkt. Dann kann ich mir das nämlich kaufen. Ich hoffe, ich denke dann auch daran. Ja, mit dieser Szene würde ich sagen, dass ich dann erstmal für heute beende und den Rest dann später weitermache. Also sage ich mal einfach, macht's gut. Ciao, ciao.